Herzlich willkommen zum Zimmerduell. Heute mit Martin Harnik und Max Kruse. Wer hat im Training mehr Tore geschossen? Punkt für euch. Ja, sicher. Wow, Dicker. Ja, ich habe halt keins geschossen. Was soll ich machen? Wer hat denn in der A-Jugend mehr Tore geschossen? Ja, aber jetzt ist schon wieder eine Scheißfrage. Bei Vier Marstande oder bei Werder? Du kannst auch beides zusammenzählen. Nee. Was heißt denn hier schon wieder? Ist das dein Ernst? Ja, das war hier wie bei Butter bei die Fische. Was ist denn gib mir die Antwort einfach. Hä? Gib mir die Antwort. Ich will jetzt nicht, weil Sebastian und hier und Duffy, die haben auch die ganze Zeit geredet und so. Das wollen wir gar nicht. Das haben wir gar nicht nötig. Gib mir mal die Antwort. Okay. Und dann können wir es gerne nochmal diskutieren. Punkt für euch. Ja, habe ich dir zuliebe gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Mann, ey. Du hast 32. A-Bundesliga habe ich 32 Tore in der A-Bundesliga gemacht. Ohne dich hätte ich die nicht gemacht. Ja, danke, weiß ich. Wer war denn in der Jugend das größere Talent von euch beiden? Hast du schon eine Antwort gegeben? Ja, sicher. Der nächste Punkt für euch. Der tut weh, ne? Ja, mehr Talent hattest du schon immer. Ja. Ich bin halt der. Das ist aber trotzdem. Talent ist ja nicht alles. Ja, dass ihr da lacht. Das ist gut, dass ihr da lachen müsst. Ey. Ein guter Scherz gewesen. Wer hat denn das schönere Haus in Bremen? Ja. Kennst du meins ja gar nicht. Ja, eben. Schwierige Frage. Ja, dumme Frage. Das ist eine Scheißfrage. Ja, aber wir wollen nicht so viel reden. Komm. Genau. Der nächste Punkt für euch. Die einzige wahre Antwort. Weil er meins nicht kennt. Eben. Deswegen, es war einfach. Außerdem ist er ja auch gerade erst eingezogen, meins schon voll dekoriert. Lassen wir uns gar nicht drauf ein. Ja, komm, wir sind schlecht vorbereitet. Ja. Wer lässt sich denn von euch beiden öfter behandeln? Respekt. 5 hintereinander. Komm mal, bleib drin, wir sind im Flow. Das ist ja klar. Das ist ja einfache Fragen. Wir sind voll da, Digga. Wir sind voll da, aber hier. Also, was hast du eigentlich für einen weichen Rücken? Das Zimmer ist Wahnsinn. Ist so schön, weichen Rücken, weichen Bauch, weißt du, wie das ist. So schön, aber ich würde gerne auf dir schlafen. Wer schnarcht denn lauter? Erste Uneinigkeit. Nee! Ich schnarch nicht! Ich auch nicht! Ja! Super! Das ist eine Frage auch, Alter. Quatschfrage. Können wir wissen, wenn wir schlafen, ne? Wer lauter schnarcht. Super Frage, ehrlich. Mein Gott. Wer trinkt denn mehr Kaffee? Wieder ein Punkt für euch. Logisch. War nicht schwer. Wer braucht morgens länger im Bad? Ernsthaft? Ich glaube, du zeigst Quatsch, aber das ist... Punkt für euch. Junge, ich gehe gar nicht ins Bad. Du putzt nicht mal Zähne oder was? Auch schon wieder eklig. Doch, das mache ich gerade noch, aber... Ja. Apropos Recherche, wer von euch beiden hat denn die schönere Vespa? Das ist einfach. Ja, das ist echt einfach. Punkt für euch. Endlich mal gut recherchiert, ey. Wirklich gut. Einmal aus dem Fenster geguckt. Ja, aber. Hab gedacht, komm, das können wir nehmen. Ja, die haben ihre Büros im Keller, das wäre schon wieder gut gemacht. Wer hat denn das letzte Rennen gewonnen? Was für ein Rennen? Das letzte Rennen, das ihr gegeneinander gemacht habt. Ja, was? Naja, ihr habt da irgendwann ein Rennen gemacht. Ja, was für ein Rennen? Autorennen? Überall die gleiche Laufenrennen. Antwort! Nein! Mein Gott! Das stimmt nicht. Was für ein Rennen? Das Rennen als Buffet hast du gewonnen vielleicht. Das gewinne ich immer. Bin ich immer Erster. Autorennen. Autorennen, ey, das ist schon wieder. Was ist das? Das ist schwierig. Das war. Pff. Also, ich mach's, weil er denkt, er wäre es. Also, das ist Quatsch, Digga, das weißt du auch. Doch, da war sogar Werder-TV dabei. Was denn, Alter, weil du so eine Cap bekommen hast? Ja! Max Kruse Racing. Das ist doch kein Rennen, Alter. Da bist du ein Berg runtergerutscht. Ja, sorry, ja. Mit den Autos runtergefahren auf Zeit. Nee, ist kein Rennen, klar. Kommen wir mal wieder zum Fußball. Punkt. Erstmal Punkt für uns. Ja, Punkt für euch. Gut, Digga. Wer von euch beiden hat den stärkeren, den härteren Schuss?
wieder ein Punkt für euch. Ja. Aber beide nicht besonders. Ja, doch, man ist schon sehr präzise, ja, muss ich sagen. Was hat das denn mit Stärke zu tun? Ja, Stärkeren. Härteren und Stärkeren, ja, sind Unterschied. Auf Härte bezogen. Ja, Stärkeren oder Härteren. War auf Härte bezogen, ne? Ja, aber auch dann. Ja, aber gut, wir haben beide die Frage nicht verstanden und trotzdem sind wir uns einig. Ja, ist ja easy. Wer von euch beiden ist denn der größere Trainerliebling? Boah, das ist eine heftige Frage. Eine richtig heftige Frage, aber klare Antwort. Punkt für euch. Ich wollte es zumindest schwierig aussehen lassen. Und wer ist der größere Morgenmuffel? Kein Punkt. Was? Mhm. Alter, Junge. Sind wir beide nicht gerade. Ja, aber ich bin morgens. Was? Wir sind nicht angenehm morgens, beide. Du bist nicht angenehm. Ich habe gar keine Probleme, morgens aufzuwachen, aufzustehen. Ich bin kein Morgenmensch, aber Muffel bin ich sicher nicht, ey. Junge, ich auch nicht. Ja, doch, du bist schon manchmal schlecht gelaunt morgens, wenn du in die Kabine kommst. Ja, direkt gegen Basti schießen. Direkt gegen Basti schießen. Ja, aber es ist jeden Tag dasselbe. Opfer. Abschließende Frage. Zwei Punkte, ey. Letzte Frage. Ja, aber auch. Wessen Butter bei die Fische hat mehr Klicks? Komm, easy. Kein Punkt. Was? Meins natürlich. Deins, Alter, deins hat nicht mehr Du hast vielleicht die Hälfte meiner Klicks. Ach, nie im Leben, ey. Stimmt das? Och Gott, ey, Max, ey, bitte. Woher soll ich das wissen, ey? Denkst du, ich guck mir die... Mein Gott, ey. Bin ich so auf YouTube die ganze Zeit oder ich guck mir nur Butter bei die Fische 20.000 an, ey. Klicks hast du gemacht bei dir, bei deinem Video. Da musst du doch mal bei mir zwischendurch reingucken. Wird doch hier gezeigt beim Favoriten, ja, dann. Wie viel hattest du? Oh, über 100.000. Ja, okay. So, liebe Leute, damit ihr... vielleicht Max auch nochmal anguckt bei YouTube und nicht nur mich. Einfach den Kanal abonnieren, irgendwo hier. Und das Video nochmal angucken. Wahnsinn, Wahnsinn. Mehr kann ich dazu nicht sagen.